heute bei Zuchtanlage vom African Chorus. Wir haben zusammen mit Florian was ausgedacht, was für euch etwas interessiert würde. Wir wollen ein paar Folgen machen mit verschiedenen Themen, dass wir euch vielleicht erleichtern können, das Umgang mit unseren Fischen und so weiter. Und wir starten heute mit erster Folge. Es geht erstmal um das Ankommen zu unseren Fischen, wenn wir Fische kaufen und die nach Hause kommen. Und dann Florian erzählt euch, was wir am besten oder wie ihr am besten machen könnt, dass die Fische gut geht. Ja, hallo und willkommen hier bei uns bei African Colors in der Zuchtanlage. Wir haben uns überlegt, euch ein paar nützliche Tipps und Tricks an die Hand zu geben, wie wir mit den Fischen vielleicht hier umgehen. Und ganz wichtig ist da für mich, das spiegelt meine Meinung wider. Jeder hat natürlich seine eigene Meinung und jeder, der auch schon lange mit Fischen macht und tut, geht anders mit seinen Tieren um. Für mich geht es darum, dass einmal, was für mich im Grunde genommen und einfach wichtig ist, wie ihr mit den Fischen umgeht, wenn die Fische zu euch kommen. Das heißt also, ihr erwartet neue Tiere in den nächsten Tagen. Macht euch natürlich Gedanken, wie gehe ich mit denen um, wie kriege ich die am besten ins Becken rein und was mache ich mit denen. Wie Lukas gerade schon erzählt hat, haben wir uns überlegt, euch in den nächsten Tagen und Wochen einige nützliche Sachen und Dinge zu erzählen und machen immer wieder kleine Folgen, so von 3-4 Minuten, nicht zu lang, nicht zu kurz. Heute starten wir ganz knapp und angerissen mit dem Anfüttern der Neuankömmlinge. Und das ist also eine Sache, die ist sehr kritisch oder kann sehr kritisch sein, denn es ist so, für einen Fisch, der ja einige Monate oder Wochen lang bei einem Züchter das Futter gewöhnt ist, was er denn immer bekommen hat, ist es so, dass die Umstellung auf ein neues Futter als erstes Mal ein sehr schwieriger Akt ist. Im See zum Beispiel kann man sich vorstellen, ja, da fressen Embunas zum Beispiel sehr viel Aufwuchs von den Steinen und dann ist auch ab und zu mal nochmal ein Krebstierchen dazwischen, also ganz nur Aufwuchsfresser sind das meistens auch nicht. Im Becken ist es allerdings so, dass sich ja ein künstliches Futter durchaus unterscheidet von Hersteller zu Hersteller und insofern ist das, also eine Futterumstellung ist immer eine relativ kritische Phase. Wie machen wir das am besten? Das heißt, der Fisch kommt an und ihr setzt die erstmal um ins Aquarium, dazu an anderer Stelle mehr, wie das am besten geht. Ihr setzt die um in euer Becken und wollt dann das erste Mal füttern. Das aber bitte nicht tun direkt nach dem Umsetzen, sondern das tun nach 2 Tagen. Das heißt also, eure Fische benötigen Ruhe, um sich an das Becken zu gewöhnen, um die Wasserumgewöhnung bewältigt zu bekommen und dann eben, um sich unter Umständen auch an neue Mitbewohner, also schon vorhandene Fische zu gewöhnen. Das heißt also, bitte die bereits vorhandenen, im Becken sich befindlichen Fische, wenn das so ist, vorher füttern. Natürlich vorher auch noch einen Wasserwechsel, die Wasserwerte kontrollieren und so weiter. Wie gesagt, aber dazu an anderer Stelle mehr. Wenn ihr die Fische jetzt reinsetzt, dann macht es bitte so, dass ihr am ersten Abend definitiv nicht füttert. Das früheste Füttern, was dann passieren soll, ist entweder am zweiten Abend oder noch besser am Morgen des dritten Tages. Und dann füttert bitte auch nur ganz, ganz wenig. Entweder habt ihr euch vorher mit eurem Züchter des Vertrauens abgesprochen, der euch sein Futter mitschickt, was dann keine Futterumgewöhnung ist, was sehr gut ist, oder ihr habt neues Futter für die Fische und müsst sie halt daran gewöhnen. Das macht ihr am besten langsam und mit wenig Futter. Am Morgen des dritten Tages also, bitte, wenn ihr das Futter zwischen die Finger nehmt, wascht euch die Finger vorm Füttern, denn auch durch euch selber können dort empfindliche oder eben auch Keime ins Becken gelangen. Das wollen wir vermeiden. Also wenn ihr mit der Hand füttert, wascht euch die Finger vorher.
Wenn ihr mit einem Löffel aus der Dose füttert, dann bitte einen kleinen Teelöffel nehmen und am Morgen des dritten Tages wirklich nur ein paar Körnchen für jeden Fisch. Also jeder Fisch darf dann so seine 3-4 Körnchen kriegen, wenn es Granulat ist. Flocken bitte fein zerreiben und dann auch davon wenig, sehr, sehr wenig füttern. Einfach nur, dass sie ein bisschen was hatten und sich an das neue Futter gewöhnen können. Das Ganze für die nächsten 5 Tage nach dem ersten Füttern dann langsam steigern und die Fische so eben an das neue Futter gewöhnen. Man mag immer denken, die haben ja Hunger und die müssen Futter haben. Die haben auch Hunger und die müssen auch Futter haben, aber in den ersten Tagen sind die Mägen einfach empfindlich und dort muss man dann vorsichtig und langsam anfüttern, weil ansonsten ist es doch ein gewisses Risiko, dass die Tiere sich eben nicht so gut einleben. Deswegen machen wir das. Wir wollen euch ein bisschen Content liefern, wir wollen euch ein bisschen was liefern, womit ihr auch arbeiten könnt und auch Neulinge im Hobby sich besser zurechtfinden und eben auch dann vor Ausfällen bewahren. Das war unser Hintergedanke für die heutige Folge. Wir werden, wie gesagt, in den nächsten Folgen noch mehr aus unserer Sicht erzählen. Es ist immer unsere Sicht der Dinge. Es ist ganz klar, dass es verschiedene Ansichten gibt. Es ist wie überall, jeder hat seine eigene Meinung. Wir hoffen euch damit geholfen zu haben. In den Outtakes kommen jetzt gleich noch ein paar Bilder von der Fütterung hier bei uns, von verschiedenen Becken, immer kleine Sequenzen. Schaut es euch an, ihr seid herzlich eingeladen. Und lasst sonst in den Kommentaren unten einfach da, was euch interessiert oder worüber euch unsere Meinung interessiert. Das heißt also, lasst was da, lasst uns was hören und dann können wir in den nächsten Folgen darauf eingehen. Erstmal vielen Dank und bis dahin, liebe Grüße.